Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ja, ihr Lieben, das wird heute eine ganz besondere Folge, denn heute erzähle ich euch etwas, auf das viele von euch schon lange gewartet haben. Ihr habt mich immer wieder angeschrieben und gefragt, ob ich denn nicht irgendein Training oder ein Programm oder einen Kurs kennen würde oder vielleicht sogar selbst etwas hätte, mit dem man sich gerade jetzt in der Pandemie helfen könnte. Jetzt, wo sämtliche physischen Elterntrainings und Elterntreffs größtenteils auf Eis gelegt sind. Und da habe ich heute gute Nachricht für euch. Denn ich habe für euch einen Videokurs zusammengestellt, der genau das abdeckt, was ihr euch alle wünscht und in den ich all die Antworten hineingepackt habe auf die Fragen, die ihr mir immer und immer wieder stellt. Es ist ein Kurs, der euch kompakt und in leicht verständlicher Sprache Schritt für Schritt durch alles führt, was ihr zur Begleitung eures fordernden Sonnenscheins mit ADHS oder ADS wissen müsst. Ihr erfahrt zum Beispiel in dem Kurs, wie ihr mit eurem Kind sprechen könnt, damit es auch zuhört und das Gesagte annehmen kann. Wie sich Aggressionen bei eurem Kind vermeiden lassen. Wie es euch gelingt, eurem Kind durch emotionale Situationen hindurchzuhelfen. Wie ihr euer Kind von den ungeliebten Bildschirmen wegbekommt und was ihr stattdessen anbieten könnt. Oder fast noch wichtiger, wie die von euch oft verfluchten digitalen Medien zu einer Brücke zwischen euch und eurem Kind werden können. Wie ihr euch das kritische Umfeld vom Leib halten könnt, das euch immer wieder vorwirft, es würde alles nur an der falschen Erziehung liegen. Ganz wichtig vor allem für die Mamas unter euch, wie ihr euren Mann mit ins Boot holen könnt. Außerdem erkläre ich euch, wie ihr in der Covid-Situation mit dem veränderten Tagesablauf und dem ganzen Homeschooling eures Kindes entspannt zurechtkommen könnt und auch, wie tägliche Abläufe unabhängig von der Lockdown-Situation besser klappen können. Und vieles andere auch noch. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon so richtig drauf, euch in dieser Episode mehr von all dem erzählen zu dürfen. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS, aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Gut, ihr Lieben, für all diejenigen unter euch, die sich schon im Intro gedacht haben, alter Falter Anna, wie willst du all das in nur einem einzigen Videokurs unterbringen? Der Kurs muss ja 100 Stunden lang sein. Natürlich ist das nicht. Gleich mal vorab, ihr braucht für den Kurs pro Woche zwischen 1 und 2 Stunden und das lässt sich versprochen auch noch neben der Betreuung von eurem Kind und dem Homeoffice bzw. dem Job unterbringen. Ich habe nämlich versucht, in diesen Kurs das Wichtigste zum Thema ADHS und ADS zu packen. Gleichzeitig war ich aber darauf bedacht, dass er nicht zu lange und zu umfangreich wird, damit ihr ihn auch wirklich begleitend zur Betreuung eures Kindes und zum meistens ja doch sehr fordernden Alltag bewältigen könnt. Um also diesen Spagat zu schaffen zwischen einerseits zu kompakt und zu oberflächlich und andererseits zu detailliert und damit überfordernd, habe ich das im Kurs folgendermaßen gelöst. Ich habe die wichtigen Themen in einer gut konsumierbaren Länge in insgesamt 8 Module, also 8 große Abschnitte, gepackt. Aber natürlich sind da Themen drunter, die manchen von euch unter den Nägeln brennen, die andere aber gar nicht so wichtig finden. Um euch also die Möglichkeit zu geben, euch bei den Themen, die euch mehr interessieren, noch mehr zu vertiefen, habe ich an vielen Stellen im Kurs Material dazu gepackt, das es euch ermöglicht,
euch zu euren besonderen Themen noch auf Knopfdruck genauer zu informieren. Ihr klickt dann eben neben dem Video, das ihr gerade anseht, einfach einen Link und seht zum Beispiel zum Thema Aggressionen oder wie vereinbare ich richtig Regeln ein Zusatzvideo an oder werdet zu einem PDF geleitet oder zu gut verständlichem und kompakt gehaltenem Informationsmaterial. Ich sage euch am besten mal, wie der Kurs aufgebaut ist und wie das alles funktionieren würde, damit ihr euch mal was vorstellen könnt. Also, ich habe den Kurs so entworfen, dass eines zum anderen führt, dass wir wie beim Bau eines Hauses mit dem Fundament beginnen und uns dann bis in die oberen Stockwerke vorarbeiten. Das heißt, der Kurs wird also insgesamt 8 Module haben und wird 8 Wochen dauern, wobei man das gesamte Kurs- und Videomaterial auch in einer viel kürzeren oder viel längeren Zeit ansehen kann, genauso wie es für jeden passt. Aber in den 8 Wochen, in denen der Kurs sozusagen offiziell läuft, habt ihr zusätzlich zu den Videolektionen die Möglichkeit, euch mit mir persönlich in einer eigens dafür gegründeten Gruppe auszutauschen. Diese Gruppe ist sehr exklusiv, denn sie hat als Mitglieder ausschließlich Kursteilnehmer. In den 8 Wochen, in denen der Kurs läuft, wird es 6-mal pro Woche die Möglichkeit für ein Online-Meeting mit mir geben. 3-mal in Form eines Facebook-Lives, 2-mal davon unter der Woche am Abend und 1-mal am Samstagvormittag und 3-mal auf Zoom für all die, die nicht auf Facebook sind, ebenfalls 2 Zoom-Meetings am Abend und 1 Zoom-Meeting am Samstagvormittag. Wenn man einmal bei einem Online-Meeting nicht teilnehmen kann oder bei den Meetings gar nicht teilnehmen kann oder will, aber trotzdem gerne eine Frage stellen würde, dann kann man mir seine Fragen auch schon vorab schicken und ich beantworte sie dann live in den Online-Meetings und ihr könnt dann, wann immer es für euch passt, die Aufzeichnung ansehen und habt dann die Antwort auf eure Frage. Technisch ist das alles im Übrigen ein Kinderspiel, da braucht ihr keine Bedenken haben. Sowohl den Kurs selbst als auch die Online-Meetings würde jede Omi schaffen, versprochen. Insgesamt ist es vom Ablauf her so, dass ihr euch die Videos ansieht und dann versucht, die Tipps aus dem Kurs umzusetzen. Das heißt, gleich alles, was ihr in den Videos gesehen habt, im Miteinander mit eurem Kind zu üben. Und in den Online-Meetings, da könnt ihr mir dann eure Fragen stellen zu dem, was eben pro Modul gerade vorgeschlagen wurde von mir. Und ihr könnt mir auch berichten, wie seid ihr damit vorangekommen. Teilnehmen müsst ihr im Übrigen an diesen Treffen nicht. Das ist nur ein Angebot, also das ist jetzt kein Präsenzunterricht, so wie in der Schule. Wer mag, macht alle Module alleine durch. Wer sich lieber mit mir austauscht, der schaltet sich bei den Online-Meetings dazu. Bei einem, bei zweien, bei allen 6, so wie es für jeden passt. Und nachdem es bei ADHS um ein sehr sensibles Thema geht und manche nicht möchten, dass man weiß, dass ihr Kind ADHS hat, gleich mal vorweg. Wer dabei seinen Namen oder sein Gesicht nicht zeigen möchte, der braucht es natürlich nicht, sondern kann seine Fragen einfach in den Chat tippen und sich auch gerne Mickey Maus oder Dagobert Duck nennen. Das ist für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Außerdem kann jeder, der möchte, die Betonung liegt auf der möchte, seine Eckdaten zu sich und seiner Familie in ein eigens dafür angelegtes Dokument eintragen und angeben, auch wiederum nur, wenn er das möchte, wo er wohnt. Wozu das? Nun, diese Liste ist Gold wert für diejenigen von euch, die auf der Suche nach jemandem sind, der Kinder im selben Alter oder desselben Geschlechts hat. Oder für die, die gerne eine Mutter oder einen Vater als Kurspartner hätten, mit dem sie sich kurzschließen können, um sich über den Kurs auszutauschen und sich persönlich zu erzählen, wie man bei diesem oder jenem Tipp beim eigenen Kind vorangekommen ist und wie man das umgesetzt hat. Und klar kann man sich auch in diese Liste eintragen, wenn man sich auch gerne wieder mal physisch mit einer Familie mit ähnlichen Herausforderungen treffen würde, wenn auch momentan nur outdoor. Aber wie gesagt, keiner muss sich da eintragen. Alles ist immer nur ein Angebot, wie bei einem Buffet. Man nimmt sich das, was gut aussieht, und den Rest lässt man liegen. Und schließlich gibt es zu jedem Video auch ein ausdruckbares PDF, wo ihr in Ruhe nochmal alles nachlesen könnt. Gut, dann werfen wir jetzt mal einen Blick darauf, was der Kurs ganz genau für Schätze enthält. Das heißt,
welche Inhalte euch erwarten. Ich habe alles, was ihr braucht, in zwei Kursteile geteilt, wobei ihr Teil 1 sofort bekommt und mit Teil 2 geht es weiter, sobald Teil 1 abgeschlossen ist. In den ersten, den viel kürzeren Teil mit den Modulen 1 bis 4, habe ich euch hauptsächlich Informationen reingepackt, aber welche, die ihr echt braucht. Denn ich vergleiche die Begleitung eines Kindes mit ADHS gerne, wie eben schon, mit dem Bau eines Hauses. Zuerst braucht man das Fundament und erst dann kommen die einzelnen Stockwerke. Und wenn das Fundament nicht stabil ist, bleibt das ganze Haus instabil, so als würdet ihr es auf Treibsand bauen. In der Begleitung eures Kindes mit ADHS ist es das Wissen um dieses Syndrom, das dieses Fundament bildet. Denn egal, wie genial euer pädagogisches Feingefühl sein mag, egal wie gut euer Gespür für die Erziehung und die Begleitung eures Kindes sein mag, wenn ihr nicht wisst, woher diese ADHS-typischen Verhaltensweisen eures Kindes kommen, da reicht einfach ein gutes Gefühl für Erziehungsfragen, für den optimalen Umgang mit eurem fordernden Spross nicht mehr aus. Deshalb widmen wir uns nach Modul 1, dem Einleitungs- und Begrüßungsmodul, in den Modulen 2, 3 und 4, all dem Wissen, das ihr braucht, um dieses Fundament gut aufzubauen. Und da geht es in Modul 2 zunächst mal mit den Symptomen und Ursachen los. Auch wenn dieses Modul nach Fachausdrücken und Studienergebnissen klingt, keine Angst, denn meine Inhalte sind dafür bekannt, das Wesentlichste zu einem Thema kompakt und vor allem in leicht verdaulicher Sprache auf den Punkt zu bringen. Wir werden auf die Symptome daher nur einen kurzen Blick werfen. Für all diejenigen, die es genauer wissen wollen, gibt es vertiefende Links. Denn mir geht es in diesem Modul eigentlich auch darum, dass ich euch von den anderen Auffälligkeiten erzähle, die man in keinem Diagnosekatalog findet. Und an denen werdet ihr euren Wirbelwind oder euer Träumerchen auch sofort wiedererkennen. Und das gibt euch Bestätigung dafür, dass das Verhalten eures Kindes in den meisten Fällen gar nicht hausgemacht ist, sondern dass vieles von dem, wie sich eure Kinder verhalten und wie sie ticken, mit der ADHS bzw. der ADS zu tun haben. Und neben den Symptomen gibt es natürlich auch noch eine Reihe ADHS-typischer positiver Eigenschaften. Und da will ich euch gleich mal zu Beginn des Kurses einen Stimmungsbooster mitgeben, denn gerade von den positiven Eigenschaften gibt es bei unseren Kids so viel. Für die Ursachen gilt im Übrigen in Bezug auf Fachlichkeit dasselbe. Keine großartigen medizinischen Fachausdrücke, aber zu wissen, was im Gehirn anders läuft beim Zwergenkönig, das beruhigt schon sehr und man erkennt daran eben, dass man als Mama oder Papa nicht schuld ist. Und genau das könnt ihr dann dem kritischen Umfeld auch so weitergeben. Ich gebe euch in diesem Modul ein paar kompetent klingende Sätze mit, die dann die kopfschüttelnde Schwiegermutter oder den genervten Nachbarn relativ schnell mundtot machen. Im dritten Modul geht es um die Diagnose. Allerdings weniger darum, wie die abläuft und wo man Diagnosen vornehmen kann, obwohl ganz kurz gehen wir da schon drauf ein. Aber wir sehen uns im dritten Modul vor allem die Dinge an, die euch vermutlich mehr beschäftigen. Wie kann ich denn sicher sein, dass mein Kind keine Fehldiagnose hat? Wie erkläre ich meinem Kind diese Diagnose? Das ist im Übrigen eines meiner Lieblingsvideos, weil damit kann man den Kindern so viel Mut machen. Es gibt hier so viel Positives zu berichten. Nächster Punkt in diesem Modul. Wie kann ich die Diagnose als Chance nutzen, um unser Familienleben zu erleichtern? Denn genau darum soll es ja schließlich gehen. Und vor allem, wen soll ich darüber informieren? Da bekommt ihr von mir auch ein paar ausdruckbare Vorlagen mit, wie ihr in diese diversen Gespräche reingehen könnt, welche paar kurzen und knackigen Sätze ihr den Lehrkräften, der Familie, dem Fußballtrainer etc. mitgeben könnt, damit die verstehen, worum es hier geht. Und es wird auch ein ausdruckbares PDF mit Lösungsvorschlägen für die Lehrkräfte geben, damit die Lehrkräfte wissen, was sie im Unterricht tun können, um sich selbst und euer Kind zu entlasten. In Modul 4 geht es dann um die Therapien. Welche gibt's und was können sie? Außerdem werden wir eine Antwort auf die Frage bekommen, ob man denn statt der vielfach gefürchteten Medikamente nicht auch etwas Alternatives versuchen kann, Homöopathie, Nahrungsergänzungsmittel etc.
Und natürlich der wichtigste Punkt von allen, soll ich meinem Kind mit ADHS oder ADS Medikamente geben oder nicht? Auch dazu wird es eine ausführliche Antwort in diesem Modul geben. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, wird es im zweiten Teil darum gehen, wie ihr nun ausgerüstet mit diesem ganzen Wissen mit eurem Spross umgehen könnt und wie ihr gemeinsam den Alltag gut meistern könnt. Und damit beginnen wir gleich in Modul 5. Das ist nämlich der Dreh- und Angelpunkt des ADHS-Family-Kurses. Denn da geht es um das, was am wenigsten greifbar und erklärbar in der Erziehung eures Kindes ist, was aber gleichzeitig neben dem Wissen um dieses Syndrom wirklich die Basis und das Fundament von allem ist, was ihr in diesen 20 Jahren der Begleitung eures Kindes braucht. Das heißt, in diesem Modul gibt es Antworten auf die Fragen, wie kann ich mein Kind ohne Macht ausüben begleiten, es aber trotzdem lenken und führen? Wie kann ich richtig Regeln und Grenzen vereinbaren und sinnvolle Konsequenzen festlegen? Wie gehe ich mit Aggressionen um oder noch besser, wie vermeide ich sie von vornherein? Was tue ich mit meinen eigenen Emotionen? Wie halte ich die unter Kontrolle? Wie schaffe ich es, dass ich mich nicht triggern lasse? Und was tue ich, wenn es dann doch mal passiert? Außerdem werfen wir einen Blick drauf, warum unsere betroffenen Kinder alles so schnell in den falschen Hals bekommen und wie man dann darauf reagieren sollte. Warum unsere Kids mit ADHS und ADS so einen niedrigen Selbstwert haben und wie man den wieder fördern kann. Und schließlich sprechen wir in Modul 5 auch über die verzerrte Wahrnehmung unserer Kids. Warum sieht unser Junior bzw. unser Mädel in einer bestimmten Situation oft alles so anders als der Rest der Familie? Wie kann ich meinem Sohn, meiner Tochter beibringen, sich zu entschuldigen? Wie gehe ich als Mama oder Papa mit Lügen und Stehlen um und warum tut mein Kind das überhaupt? Und vieles mehr. Ihr seht jetzt, warum ich gesagt habe, dieses Modul ist der Dreh- und Angelpunkt des Kurses. Hier bekommt ihr sozusagen ein fertig geschnürtes Erziehungspaket mit, natürlich zugeschnitten auf Kinder mit ADHS und ADS. Weiter zu Modul 6. Und da geht's um PlayStation, Handy, Switch, weil das sind wahrscheinlich all die Wörter, bei denen sich die Nackenhaare einzeln bei euch aufstellen. Und das ist natürlich komplett verständlich, denn wir alle wissen, dass ein übermäßiger Medienkonsum und zu viel Gamen für die Entwicklung unserer Kinder gar nicht förderlich ist. Im sechsten Modul verrate ich euch deshalb, wie Medien- und Gamingzeiten auf einem vernünftigen Maß gehalten werden können oder auf ein akzeptables Maß reduziert werden können. Und ich werde euch auch zeigen, was ihr eurem Kind statt Bildschirm und Controller anbieten könnt. Und zwar Dinge, die es auch gerne annimmt und die auch in der Pandemie möglich und umsetzbar sind. Und schließlich, und das ist fast der wichtigste Teil aus Modul 6, wir werden uns Möglichkeiten ansehen, wie über diese ungeliebten Medien eine Brücke zwischen euch und eurem Kind und zwischen der digitalen und der realen Welt gebaut werden kann. Denn dass ihr Bildschirmzeiten in einem vernünftigen Rahmen haltet und sich euer Kind auch mit Online-Dingen beschäftigt, das ist wichtig, keine Frage. Aber es ist ebenfalls wichtig, dass es euch gelingt, diese beiden Welten zueinander zu bringen und die digitale Welt als Chance begreift, die Beziehung zu eurem Kind zu stärken. Und glaubt mir, das funktioniert. Vor allem könnt ihr das gerade mir glauben, denn ich bin wirklich kein Fan von Bildschirmen. In Modul 7 geht es um das Umfeld. ADHS? Ach komm, hör mir doch auf, das ist doch alles nur Erziehungssache. Bestimmt könnt ihr diese Sprüche schon gar nicht mehr hören, vor allem wenn sie aus dem direkten Umfeld oder vielleicht sogar von eurem Partner kommen. Und als ob das nicht schon genug wäre, sind nicht nur die Erwachsenen verständnislos, sondern auch die Gleichaltrigen und euer Kind findet oft keinen Anschluss. In Modul 7 geht es daher um die Menschen im direkten Umfeld eures Kindes. Wir sehen uns konkret an, warum Kinder mit ADHS und ADS oft keine Freunde haben und wie ihr als Mama oder Papa euer Kind dabei unterstützen könnt, wieder Freunde zu gewinnen. Wie man sich als Eltern gegen Anfeindungen und Vorwürfe aus dem Umfeld verteidigt, dass man seinen Spross nicht im Griff hat. Und dritter, vor allem für euch Mamas ganz wichtiger Punkt, in dieser Lektion werde ich euch verraten, wie ihr eure Männer ins Boot holen könnt. Das heißt, wie ihr euren Mann oder Partner dazu bringen könnt, die ADHS eures Kindes anzuerkennen und gemeinsam mit euch an einer ADHS-freundlichen Erziehung eures Kindes zu arbeiten.
Und ja, ich weiß, dass es auch Väter gibt, die sich engagiert und liebevoll um ihre Kinder kümmern, die bei Elterntrainings dabei sind und die ihre Kinder wunderbar begleiten. Aber die Realität sieht nun mal leider so aus, dass Männer mit diesem Syndrom oft nichts anfangen können, manche die ADHS ihres Kindes sogar verleugnen und die Kinder darunter ganz schlimm leiden. Und in Modul 8, da geht es dann endlich um die ganzen Tipps, Tricks und Kniffe, die euch den Alltag, die ganze Covid-Situation, das Schulthema an und für sich und auch das Homeschooling erleichtern können. Wenn euer tägliches Programm aus stressigen Morgen, Nervenkriegen bei den Hausaufgaben und beim Homeschooling, aus Streitereien beim Abendessen und Rambazamba beim Zu-Bett-Gehen besteht, dann seid ihr in diesem Modul goldrichtig. Denn da zeige ich euch, wie ein stressfreier Morgen gelingen kann, wie die Hausaufgaben und die Homeschooling-Situation entspannt verlaufen kann, wie Harmonie am Abendbrottisch möglich ist, wie das Schlafengehen-Szenario ruhig ablaufen kann und wie ihr eurem Kind beim Einschlafen und Durchschlafen helfen könnt. Außerdem verrate ich euch, wie ihr eurem Kind beibringen könnt, dass es im Alltag besser zurechtkommt, wie es lernt, dass es ihm alles dabei hat, nichts Wichtiges zu Hause liegen bleibt, wie es planen lernt, wie es lernt, auf die Zeit zu achten und pünktlich zu sein und vieles mehr. Puh, ganz schön viel werdet ihr euch denken. Ja, ich weiß, ganz schön viel. Aber es sind ja auch ganz schön viele Herausforderungen, mit denen ihr und euer Kind zu kämpfen habt. Und wenn ihr jetzt denkt, ja genau, das sind meine Herausforderungen und meine Problemfelder mit meinem Sonnenschein, dann geht auf www.adhshilfe.net/kurs und meldet euch dort gerne an. Ich wiederhole das nochmal, www.adhshilfe.net/kurs. Ich verlinke euch dazu auch in den Shownotes. Und für die, die nicht sicher sind, ob ein Online-Kurs geeignet ist für sie, lasst mich euch noch folgende Überlegungen mitgeben. Vielleicht helfen euch die ja. Ihr braucht bei einem Videokurs nicht zum Kursort zu fahren, keinen Parkplatz zu suchen. Niemand muss eure Kinder betreuen, denn ihr seid ja zu Hause. Ihr braucht euch nicht stylen, ihr könnt in der Schlabberhose vom PC sitzen. Außerdem sind die Wartelisten bei guten Elterntrainings auch ohne Covid oft sehr lang und die Veranstaltungsorte oft weit weg. Auch noch wichtig, ein physischer Kurs ist irgendwann vorbei. Einen digitalen Kurs kann man sich immer und immer wieder ansehen. Ihr habt zu diesem Kurs noch jahrelang Zugang. Und schließlich wichtig wieder für die Mamas, man kriegt den Vater oder den Partner schneller mal vor einem Bildschirm als in eine Ambulanz oder zum Therapeuten oder zum Elterntraining. Und wer Angst vor technischen Hürden hat, das braucht ihr nicht. Die Teilnahme am Kurs ist kinderleicht, ihr bekommt einen Link zugesandt, gebt ein Passwort ein, das ihr selbst wählen könnt, und schon kann es losgehen. Außerdem, es gibt auch einen technischen Support, aber ich bin sicher, den werdet ihr nicht brauchen. Ein wichtiger Punkt wird vermutlich auch der Kostenfaktor sein und ob man diesen Kurs auch zurückgeben kann, wenn er sich für den einen oder anderen doch nicht eignet. Spoiler-Alarm, man kann ihn zurückgeben, aber da komme ich gleich noch drauf zurück. Vorerst aber mal zur Kursgebühr. Und da habe ich wirklich lange hin und her überlegt, denn einerseits habe ich für die Erstellung an diesem Kurs über ein halbes Jahr gearbeitet, damit auch wirklich alles drinnen ist, was ihr braucht. Andererseits möchte ich natürlich auch, dass dieser Kurs finanzierbar ist für euch. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass der ADHS Family Kurs 349 € kosten soll. Allerdings möchte ich noch ergänzend dazu sagen, dass der Kurs in ein paar Monaten überarbeitet werden wird. Erstens mal, weil sich ja in Zeiten von Covid die Gegebenheiten ständig ändern, weil ich auch Rückmeldungen von Teilnehmern bekommen werde, die ich dann natürlich in den Kurs integrieren möchte und auch, weil sich auf dem Gebiet der Forschung ja immer wieder etwas Neues tut. Das heißt, bei der nächsten überarbeiteten Version wird die Kursgebühr dann voraussichtlich bei etwa 500 € liegen. Ich sage das nur dazu, nicht, dass ich dann höre, ach Anna, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den Kurs jetzt schon gemacht. Im Übrigen bekommt ihr diese überarbeiteten Versionen immer sofort nach Erscheinen, wenn ihr mir schreibt, dass ihr sie gerne hättet. Das ist mit keinen Mehrkosten verbunden. Ich möchte haben, dass ihr immer am neuesten Stand seid. Und nun zur Möglichkeit, den Kurs zurückzugeben. Meinen Kurs könnt ihr 3 Wochen lang zurückgeben, wenn ihr irgendwie nicht zurechtkommt damit. Die Kursgebühr überweise ich euch dann wieder vollständig zurück,
weil mir ist wichtig, dass der Kurs wirklich, wirklich für euch und eure Familie passt. Gut, dann ist hier nochmal der Anmelde-Link, das ist www.adhshilfe.net/kurs. Ihr müsst euch aber ein wenig beeilen, denn die Online-Meetings gehen schon am 20.04. los. Das ist zwar nur die Begrüßung und die Einleitung zum Kurs, aber am 26.04. da geht es dann schon richtig mit Inhalt in Modul 2 los. Ich verspreche euch jedenfalls, wenn ihr Video für Video ansieht und Zweifeln und Fragen mit mir in den Online-Meetings abklärt, und vor allem, wenn ihr mit einem offenen Herzen daran geht, in eurer Familie etwas verändern zu wollen, dann wird euch das gemeinsam mit mir gelingen. Ich bin versprochen für euch da, ich nehme euch bei der Hand und ich führe euch über die Ziellinie. Gut, ihr Lieben, für diejenigen, die dann beim Kurs dabei sind, wir hören uns dann schon am Dienstag, den 20. April oder am Mittwoch, den 21. April und alle anderen höre ich wie gewohnt am kommenden Donnerstag wieder. Ich wünsche euch jedenfalls allen eine wunderschöne Zeit bis dorthin.